Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 21. Mai 2018? Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Zwillinge. Das bedeutet zurzeit für die Zwillingsgeborenen, etwas ins Licht zu bringen, die Wahrheit suchen, die Bedürfnis sehen, gesehen werden, und tatsächlich werden die Zwillingsgeborenen in die nächste Zeit wahrgenommen. Unserem Planet Erde bewegt sich in Tierkreiszeichen Schütze. Ganz korrekt ist es nicht, weil in diesem Bereich, wo sich gerade unserem Planet Erde bewegt, zwischen Skorpion und Schütze, ist ein anderes Sternbild, und diesem Sternbild heißt Schlangenträger. Schlangenträger befindet sich zwar im Ekliptik, trotzdem gehört nicht zu den Tierkreiszeichen. Also korrekt wäre zum sagen, unserem Planet Erde bewegt sich zurzeit im Sternbild Schlangenträger, aber wir sprechen immer über die Tierkreiszeichen Schütze. Das bedeutet für die Schützengeborenen die Bedürfnis nach materieller Sicherheit. Natürlich auch Finanzen, eine feste Boden unter den Füßen, dann auch Naturverbundenheit und auch die Körper, Sport, Bewegung, Ernährung. Mond hat eine zunehmende Mondphase und bewegt sich zurzeit in Tierkreiszeichen Löwe. Mond bekommt einen Einfluss von Hydra. Dazu gibt eine Geschichte. Apollo, der Sonnengott, sagte zu Rabe: Hier ist der goldenen Becher. Flieg zum Quellwasser und bring frischen Wasser zum Zeus. Aber beeile dich. Der Rabe hat auch versprochen, dass er beeilt sich. Aber was passierte? Unterwegs findet einen Feigebaum. Und der Rabe wollte von diesem Feigebaum essen, das war aber noch nicht reif. Und die Rabe wartete und wartete, bis die Feigen reif waren. Und erst dann fliegt davon und holte den frischen Quellwasser in diesem goldenen Becher, fliegt zurück. Und Apollo, der Sonnengott, fragte dann den Rabe: Wo warst du denn so lange? Ich habe dir gesagt, sollst du dich beeilen. Und die Rabe sagte zum Apollo: Ja, ich kann doch gar nichts dafür. Ich wollte mich beeilen, aber unterwegs war der Hydra, der Wasserschlange, und sperrte den Weg. Die Hydra ist schuldig, dass ich später kam. Apollo, der Sonnengott, erkannte sofort, dass der Rabe lügt. Und Apollo hat alle im Himmel gesetzt, auch die Rabe, auch die goldenen Becher, auch die Hydra, der Wasserschlange. Und der Rabe muss jeden Tag diesem Sternbilder anschauen, damit er zu diesem Lüge erinnert. Und das ist die mythologische Geschichte im Hintergrund. Und diese Wasserschlange ist die Einfluss auf die heutigen Mondbewegung. Natürlich vermittelt uns das etwas. Welche Informationen bekommen wir heute? Lüge oder Wahrheit, das kann natürlich uns treffen im privaten Bereich, kann auch eine Nachricht bedeuten, dass es nicht ganz die Wahrheit entsprechend ist. Unserem Planet Erde hat auch einen Einfluss von Yet Prior, und diesem Stern Yet Prior befindet sich im Sternbild Schlangenträger, und das ist der Hand der Schlangenträger und hat auch eine symbolische Bedeutung, wenn wir Sicherheit, Stabilität möchten. Diese materielle Sicherheit und eine feste Boden unter unseren Füßen, dann sollen wir auch handeln, aber wir sollen auch die richtigen Entscheidungen treffen zurzeit. Die heutigen Tag
durch die Mondenergie eignet sich dafür etwas in Ordnung bringen. Ein Reinigungsprozess oder etwas bereinigen, sauber machen. Das kann auch unserem Haus sein oder Wohnung, aber auch einen inneren Reinigungsprozess. Etwas behandeln. Aber wenn wir schon bei Behandlungen sind, natürlich bedeutet das auch ein Heilenergie, die Krankheiten behandeln und das ist auch ein Heilprozess, aber auch ein Reinigungsprozess. Ich empfehle heute die Halbedelstein Obsidian. Obsidian hilft bei Veränderungen, bei Wandeln und auch gibt uns Optimismus und Lebenskraft, dass es etwas verbessert unserem Leben und dass wir eine andere Wahrnehmung haben und wir etwas klar und deutlich erkennen, ob das die Wahrheit ist oder eine Lüge ist oder dass wir die richtigen Entscheidungen treffen können. Obsidian löst auch Angst und Blockaden auf. Wir sollen Obsidian mit lauwarmen, fließenden Wasser entladen und mit Sonnenkraft aufladen und immer wieder die Mondenergie können wir auch nutzen zum Aufladen. Immer schauen, in welchen Tierkreiszeichen bewegt sich die Mond zurzeit in Tierkreiszeichen Löwe. Das hilft bei Selbstdarstellung, bei Selbstbewusstsein, bei Selbstvertrauen. Und wie wirkt das in einzelnen Tierkreiszeichen? Das schauen wir an. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Zwilling. Wir sollen jetzt in diese Richtung schauen. Was vermittelt uns alle die Tierkreiszeichen Zwillinge? Dass wir sollen das Leben mal mit einem Kinderaugen betrachten und mal spielerisch mit unserem Leben, mit unseren Problemen umgehen. Das wird nicht immer alles zu schwer nehmen, dass uns das bedrückt, sondern wir brauchen nochmal Humor, Leichtigkeit, diese spielerische Art und Weise. Zwilling vermittelt uns diese Leichtigkeit und auch die Neugier, etwas zu entdecken in unserem Leben, neugierig zu sein für etwas Neues und dass wir auch mehr Kommunikation suchen, mehr Gespräche zulassen, weil das ist auch wichtig. Also die Tierkreiszeichen Zwillinge geben uns schon diese Botschaft. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen, wie ich schon sagte, suchen die Wahrheit. Sie brauchen Licht, sie brauchen Klarheit und Orientierung. Sie haben zurzeit auch Kraft, etwas zu bewältigen, wenn sie ihren Zielen erreichen wollen. Sie haben gerade die Möglichkeiten, die Kraft einsetzen, in eine Richtung orientieren, weil das führt zum Erfolg. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen ist ein wichtiges Thema zurzeit Liebe, Partnerschaft. Die Liebesplanet Venus bewegt sich in Tierkreiszeichen Krebs, also das ist gerade die wichtige Thema. Und eine gewisse innere Unsicherheit ist spürbar und die Krebsgeborenen sollen diese Unsicherheit überwinden und ihren Liebesleben, ihren Gefühlen in Ordnung bringen. Natürlich kommt Einflüsse von außen und es ist eine männliche Person, entweder ein Partner oder Wunschpartner, kann aber auch der Vater sein oder ein guter Freund, Bekannter, ein Kollege, wo ein Einfluss nimmt. Und dieser Einfluss kann gut sein, kann auch auslösen, dass Unsicherheit entsteht bei den Krebsgeborenen. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen kommen kleinere Veränderungen und in erster Linie im wohnlichen Bereich, in Wohnsituation. Entweder eine neue Einrichtung oder ein Umzug kann auch bedeuten, dass sie einfach die Ruhe brauchen und ziehen sich gerade zurück und sie genießen ihren Zuhause. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen verspüren die schöpferische Kraft und diese schöpferische Energie. Sie möchten etwas bewältigen, entweder die wahre Berufung oder ein Hobby oder eine Freizeitaktivität, Kontakte, Freundschaften und in die Liebepartnerschaft haben die Jungfraugeborenen auch Glück. Diese Zeit beginnt für die Jungfraugeborenen, dass in die Liebesleben jetzt
etwas in Bewegung, kommt eine Verbesserung. Die Tierkreiszeichen Wagen geboren haben Verbesserungen in beruflichen Situationen. Sie haben gerade Möglichkeiten, mehr Klarheit, mehr Orientierung, gute Gespräche oder ein Termin, ein Vorstellungsgespräch ist es möglich. Das hält sich etwas auf, bekommen mehr Klarheit, welche Richtung soll es gehen oder Angebote. Die Tierkreiszeichen Skorpion geboren ist wichtiges Thema Beruf, Berufung und auch die Liebepartnerschaft. In die Liebepartnerschaft kommt jetzt etwas in Bewegung und da haben die Skorpion geborenen gerade Glück. Eine rechtliche Lage werden die Skorpion geborenen die Recht bekommen. Die Tierkreiszeichen Schützen geborenen ist wichtig die Liebepartnerschaft, aber eine gewisse Unsicherheit ist spürbar. Sie wünschen sich eine Veränderung, eine Bewegung und da suchen sie die Klarheit. Sie möchten die Wahrheit wissen, ist das die richtige, ist es nicht. Und zurzeit treffen die Schützengeborenen wichtige Entscheidungen. Eine gewisse Unsicherheit ist spürbar, aber ein Bedürfnis ist nach Wahrheit, nach Klarheit und nach Entscheidungen, besonders was die Partnerschaft betrifft. Die Tierkreiszeichen Steinbock geboren ist ein wichtiges Thema, die Liebe, Partnerschaft, das spiegelt das Leben und sie sollen in diese Richtung schauen und darum kümmern, dass das die Harmonie, die Gleichgewicht da ist. Nicht nur warten oder Erwartungen haben, sondern ein Entgegenkommen. Gefühlen zeigen, Interesse zeigen, aber nicht aufopfern. Also das darf nicht allzu viel sein, sonst fühlen sich die Steinbock-Geborenen ausgenützt, sondern es soll im Gleichgewicht bleiben. So kommt die Liebe in Harmonie. Die Tierkreiszeichen Wassermann-Geboren haben Kraft und Mut, etwas zu verändern, bewältigen. Und es ist gerade die Berufung. Und da haben die Wassermann-Geborenen die Kraft, auch die Erfolg. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen haben eine Heilenergie, sie sind auch sehr intuitiv, sie bekommen gerade Eingebungen oder einen Traum oder handeln intuitiv und auf diese Intuition können die Fischengeborenen vertrauen. Für viele Fischengeborenen bedeutet auch eine Richtung beruflich, das ist die Spiritualität oder eine heilerische Arbeit oder Energiearbeit und sie haben gerade diese Kraft und diese Energie auch nicht nur selbst das anwenden auch, sondern für anderen natürlich, für anderen auch anwenden. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen kommt etwas in Bewegung, ein Aufstieg, einen beruflichen Aufstieg und die Wiedergeborenen werden jetzt wahrgenommen haben, mehr Anerkennung, mehr Erfolg. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen, weil war alles zu viel, sie ziehen sich etwas zurück. Und sie schweigen auch und sie brauchen momentan die Rückzug, die Erholung. Eher warten, bis eine Nachricht kommt oder Eindrücke von außen. Nicht zu schnell handeln oder nicht jetzt Entscheidungen treffen, sondern etwas noch beobachten, geduldig abwarten, alles abwiegen und erst dann die Entscheidungen treffen. Und das war mein Tageshoroskop. Und noch die Blitzberatungen. Es sind E-Mails-Beratungen und es geht wirklich blitzschnell. Das heißt, Sie schreiben mir ein E-Mail und stellen Ihre Frage. Ich beantworte diese E-Mails noch im selben Tag. Spätestens bekommen Sie bis nächsten Tag schon die Antwort. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@dendera-susanna-medici.com und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.